halt unglaublich, das Laufpensum, was er da nochmal vollbracht hat in der zweiten Halbzeit. Aber auch viel Arbeit auf der rechten Verteidigungsseite. Siehst du das genauso? Ja, wir haben alles reingelegt in das Spiel. Und ich denke mal, das zeigt auch unsere Verfassung im Augenblick. Wir trainieren sehr viel, trainieren sehr hart. Und das macht sich immer bemerkbar gegen Ende des Spiels. Wir sind immer den Gegnern läuferisch weit überlegen. Und ja, wir haben heute alles gegeben, wie wir es jedes Mal tun, vor dem tollen Publikum, vor der Kulisse, die uns nochmal angepeitscht haben. Hat sich heute gelohnt. Also wir haben am Radio wirklich gedacht, es geht in die Hose nach dem 1:2, ob er da nochmal zurückkommt. Und ihr habt es wirklich gepackt. Wo nehmt ihr die Moral her dann auch bei so einem Spiel nochmal? Ist es die Kulisse oder ist es einfach, nehmen wir es zu Hause, wir wollen das gewinnen? Ja, es ist unter anderem die Kulisse, die Moral, die haben wir auch aus den Siegen der letzten Spiele mitgenommen. Und wir sind im Moment gut drauf, wir sind schwer zu schlagen, wir sind eine komplette Mannschaft. Wir haben eine gute Qualität beim ganzen Kader und jeder, der reinkommt, hilft uns weiter. Wir sind unheimlich stark als Team. Prima. Vielen Dank, Philipp. Alles Gute. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Oh, jetzt Dennis Franzin. Hier gerade noch am Feiern gewesen mit der Ost mit den Fans. 8.000. Dennis Geiger, Entschuldigung, weil ich gerade abgeklatscht habe. Jetzt läuft's aber. Okay. Ja, Dennis, in der Hintermannschaft haben die euch ganz schön auseinandergenommen. Da nicht auseinandergenommen, aber durcheinandergewirbelt. Da haben wir noch den Jure Czolak. Aber ganz gut gewirbelt. Und ohne Rainer Adolf wäre das heute ganz schön in die Hose gegangen, glaube ich. Ja. Wie siehst du das? Sag ich falsch, Dennis. Mach mal ihr drei. Sag ich heute. Weißt du, was das Motto vom Spiel ist? Wir sind zurückgekommen, weil wir die Waldhof-Tugend ausgepackt haben, nie aufgeben. Und deswegen haben wir verdient gewonnen. Sehr geil. Aber waren stark, die Frankfurter dann, ne? Wir waren stärker. Wenn wir in der ersten Halbzeit, 2-0 machen, sage ich, wird es nicht so schwer. Das sind wir wieder beim nächsten Thema. Chancenverwertung. Wir müssen kurz hin. Okay, komm, mach mal. Schön, dass ihr nochmal zurückgekommen seid. Rainer, ganz kurz nochmal zu dir. Also wir haben gezählt, ich glaube, waren 5 ganz Paraden auf alle Fälle, wo du also Unglaubliches rausgeholt hast. Wie geht denn sowas an einem Tag? Ja, man kennt die Tage, es läuft manchmal und da bist du auf der Flucht erschossen, da springst du nach rechts und ihr schießt nach rechts. Ja, so ein bisschen Glück, das erarbeitet man sich so ein bisschen und ist man nicht so bescheiden. Es waren schon Weltklasse gehaltene Bälle. Ne? Sind wir mal ehrlich. Komm. Nein, es ist... Komm, lass mal ein bisschen einen raus. Es geht noch nicht. Nein, es ist natürlich ein geiles Gefühl, wenn du hier hältst und die Fans skandieren deinen Namen. Aber wichtig war einfach die 3 Punkte. Ich hätte mir auch 2 eingeschmissen, wenn wir noch 1 mehr gemacht hätten. Und von dem her ist einfach wichtig, die 3 Punkte dran zu bleiben. Und wenn man dazu was beitragen kann, ist natürlich sehr schön. Rabbelt man sich da wirklich auf? Nach dem 1:2 haben wir ganz ehrlich in der Sprecherkabine oben gedacht, das war's. Das so ein Spiel drehst du nicht nochmal. Das klingt ein bisschen pervers, aber ich glaube, in der Mannschaft haben wir nie das Gefühl gehabt, dass wir jetzt verlieren könnten. Auch mit dem 2:1. Also so ging es mir natürlich. Denkt man dann schon drüber nach, aber es war schon der Moment, dass wir eigentlich so momentan den Zusammenhalt haben, dass uns dass der Gegner sehr schwer hat, uns zu schlagen. So, jetzt geht's nach Worms nächste Woche. Was rechnet ihr euch da aus? Worms, gleich mal ein ganz anderes Kaliber, steht oben mit dabei. Ja, natürlich ist Worms ein Brett, aber jetzt haben wir erstmal heute gewonnen. Jetzt genießen wir das erstmal und dann fangen wir am Montag die Trainingswoche mit voller Konzentration auf Worms an. Aber heute genießen wir das Spiel und dann Worms wird natürlich ein Brett. Aber wie gesagt, momentan ist die Mannschaft so gefestigt. Wir sind so eine geile Truppe momentan. Ich glaube, das sieht man auch. Und dann werden wir nach Worms fahren und versuchen, da auch 3 Punkte zu holen. Guckt ihr eigentlich ein bisschen nach oben in der Tabelle? Ich muss sagen, ich habe schon länger nicht mehr auf die Tabelle geguckt. Weil wir gucken einfach von Spiel zu Spiel. Und wenn es dann läuft mit 3 Punkten, dann ist es natürlich top. Aber ich glaube, die wenigsten von uns gucken am Montag in der Früh auf die Tabelle. Also der Tabellenführer hat heute verloren. Der ist schon mal wieder ein bisschen hängen geblieben. Und auch die Hoffenheimer haben, wenn es denn so geblieben ist, nur unentschieden gespielt. Also wäre 1 Punkt Differenz noch. Allerdings auch die Tordifferenz. Ja, aber das war die Frage. Guckt ihr da ein bisschen hin? Also mir ist es momentan egal. Ich will Spiel zu Spiel gewinnen.
Und dann kann man mal im Winter gucken, wo man steht, beziehungsweise dann, wenn es jetzt früher geht. Aber wenn wir hier unsere Spiele gewinnen und auswärts eine vernünftige Leistung abliefern, dann ergibt sich das sowieso von selbst. Ja, vielen Dank, dass wir uns gegen Worms. Okay. Mach's gut. Tschüss, danke. Da haben wir die zwei Schwätzer nochmal vom Dienst hier, die nur das zwischenlabern können hier. Unglaublich. Komm mal, Statement von euch hier, unser Stadionsprecher. Mal ganz ehrlich, mal ganz, ganz sachlich. Ja. Hast du geglaubt, dass die nochmal wiederkommen nach dem 1-2? Ja. Ehrlich? Jetzt ohne Flachs? Nee, wirklich, weil einfach die, was mich ein bisschen gestört hat, wenn so viele neutrale Fans da sind, was auch wirklich heute waren. Es ist schade, dass es meistens, ganz ehrlich. Ja, ist aber schade, wenn dann ein Stadion trotzdem mit 8.500 gefüllt ist, dass dann mal ein Hänger drin war, außer der Kurve natürlich, aber dass dann wirklich kaum Stimmung war. Ja, und dass ich dann halt auch das Mikrofon in die Hand nehme und die auch auffordere, mal aufzustehen, dass ein bisschen Dampf reinkommt. Beim 2-1 habe ich oben gesagt, das packen wir zumindest noch unentschieden. Und als dann das 2-2 so früh gefallen ist, war für mich klar, dass wir das Spiel noch gewinnen. Das war wirklich so ein Ding, wo ich sage, gewinnen wir auf jeden Fall. Prima. Margo, der Kurpfalz-Onkel, mal ganz ehrlich, Statements zu dem Spiel? Besser hätte man die Dramaturgie nicht schreiben können. Weil ich sage, ganz ehrlich, es war geplant. Ich lasse Frankfurt zurückkommen. Warte, dass dann die, wo eh sagen, ja, typisch Waldhof, klar, ich muss es sind Leute gegangen. Es sind wirklich Leute gegangen nach dem 1-2. Genau so ist das. Die gehen dann. Und auf einmal hören sie ihn drin, boah, die jubeln. Boah, scheiße, bin ich zu früh gegangen. Jetzt kaufst du mir noch eine Wurst. Ah, okay. Die gehen nie wieder. Die gehen nie wieder früher. Im Gegenteil, die kommen das nächste Mal sogar noch eine Viertelstunde früher, weil sie ihn hören wollen. Vor allen Dingen ist eine riesige Motivation auch in der Mannschaft drin, dass sie wieder ein Spiel gedreht haben, wenn man 2-1 zurückliegt und einen Hänger hat. Und da muss ich halt sagen, auch die Einwechslung von unseren 7, der vom Lauretta war natürlich genial, dass er auch dann gleich das Tor macht. Ja, es kam früh genug, das 2-2. Ja, und jetzt mit der Kopfballverlängerung, auch ideal der ja, Mann. Ja, natürlich, war ideal, war gut gespielt, dann passt es. Los, danke euch. Macht's gut, wir sehen uns in Worms. Hier für deine Arbeit. Ja, danke fürs Mitnehmen gleich. Tschüss.